Moin, Brüder, Hüter und Schwestern. Besser spät als nie, würde ich sagen. Wir machen jetzt erstmal die kleine Kampagne durch. Ich sag ganz ehrlich, ich habe so vor 4 Tagen schon mal gestartet. Oder vor 3. Und bin gleich zu Legend gegangen und muss ganz ehrlich zugeben, ich habe einen super Arsch aufgerissen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass die ganzen Perks und so natürlich wieder weg sind und man ohne startet. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal erst auf die normale und Legendary können wir ja immer noch später machen. Anderthalb Stunden drin gesessen und am Ende, Alter, so oft einfach auf den Sack gekriegt, dass ich keinen Bock mehr hatte, Alter. Erste Rage Quit gleich einfach mittendrin nach anderthalb Stunden, Alt F4. Ging einfach nicht. Sollte jetzt besser laufen. Vor allem müssen wir natürlich auch mal unseren anderen Hüterbrüdern und Schwestern, die gerade erst mit Destiny anfangen, dass ich das jetzt zum ersten Mal und auch den normalen Way of Life zeige. Also ich habe da schon gesagt, mich haben sie schon gehabt. Scheißegal, in der GameStar stand irgendwie enttäuschend oder sowas. Vielleicht war es auch nur der Clickbait-Aufmacher, aber falls sie das ernst gemeint haben, drauf geschissen. Ich fand es gleich cool. Aber seht ihr ja selber gleich. Sequenzen, die ganzen Videosequenzen und überhaupt. Ich fand es cool. Ach ja, scheiße. Deswegen hatte ich die Legendary auch verkackt, weil ich am Ende natürlich auch nochmal richtig Kacke mitgenommen habe. Ja, das müssen wir erst kurz ein bisschen switchen wieder. Jo. Ja, die brauchen wir ja eh, also los geht's. Wir haben kein Signal, der Vorhutanführer. Also auf ein neues. Aber er meldet sich nicht. Mara. Wir sind da. Jetzt allerdings ein bisschen entspannter. Wir sind da. Was ist das für ein Ort? Der Reisende enthält noch so viel mehr Versionen seiner selbst, als wir uns je vorstellen können. Ihr seid erst an der Schwelle. Was auch immer zwischen dir und dem bleichen Herzen des Reisenden liegt, ist eine Nebenwirkung der parakausalen Verschandlung des Zeugen. Ich spüre, wie sich seine Macht durch das Portal reckt. Ich versuche, uns Zeit zu gewinnen. Los! Oh ja, das wird viel entspannter laufen. Der Zeuge muss sie benutzen, um nach uns zu suchen. Das ist eine Sphäre konzentrierter Dunkelheit. Eingedämmt in einer Resonanzhülle. Zerstöre sie. Ah, die Dunkelheit hat sich entwirrt und projiziert etwas. Sich überlagernde Möglichkeiten. Besessene im Anmarsch. Aber ich erfasse etwas Seltsames bei ihnen. Eine Quelle konzentrierten Lichts. Aha, jetzt haben wir mehr Licht. Versuchen wir noch einmal, diese Dunkelheitsansammlung zu aktivieren. Hat geklappt. Das Licht hat die imaginären Strukturen verfestigt. Zum Leben erweckt. Oh Mann. Du, was? Oh. Ich dachte schon mal komplett runtergesammelt. Alter, was mache ich klar? Hatte wohl doch nicht nur was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Thank you.
nur ergebnislose Scans. Oh ja, die Kathedrale war cool. Ich erhalte widersprüchliche Messwerte zum Alter und der Materialzusammensetzung. Die war sehr cool. Da ja, waren schon ein paar geile Dinger bei, aber da ich, wie gesagt, richtig Arsch auf Riss gekriegt habe, konnte ich mich auf nichts konzentrieren. Weder auf Setting, noch auf die coolen Grafiken und noch auf die coole Farbe, muss ich sagen. Dieses Lila, Pink, echt cool, alles geil. Ja, die waren nervig, Alter. Ich weiß nicht genau, was diese Kreatur ist. Ich auch nicht, die waren echt einfach nur nervig. Es scheint ein Psion zu sein. Aber seine Genetik ist durcheinander verändert. Agenten der Schwarzen Flotte. Nezarek, Rulk, sogar Kallus. Sie waren nur der Anfang. Digga, wieso haben die das geändert, dass man das nicht mehr auswählen kann? Welchen Nahkampf-Move man nehmen kann. Wieso haben die das weggemacht? Das kapiere ich bis heute nicht. Und dann kommt wirklich bei jedem zweiten dieser Kack. Mit der alten Piraten-Kommando. Was immer der Scheiß sollte, den Scheiß rauszunehmen. Wenn ich überlege, letztes Mal auf Legendary, ich glaube, ich habe schon eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich hier war. Nee, stimmt gar nicht. Hier hat es eine Dreiviertelstunde gedauert gehabt. Ey, oh, das hat sich echt gezogen, die Scheiße. Gut, geht jetzt schon. Also ich empfehle euch, Alter, ohne Perks würde ich hier auch erstmal mit ganz normal anfangen. Egal wie Pro ihr seid. Obwohl der Unterschied auch schon sehr übertrieben. Oh, ho, ho. Wieder gegen die Kante? Okay. Was ist los? Ha. Oh, Mahaho! Oh. Ihr müsst weiter. Ich konnte die Vorhut nicht erreichen. Sogar die Verbindung zu meinem Bruder ist schwach. Wir finden die anderen. Ja, machen wir. Das müssen wir. Alter, so auf jeden Fall. Da sollte es auch ohne Rage Quit möglich sein.
Trotzdem wird sich der Scheiß, glaube ich, mindestens eine Stunde ziehen, oder? Allein von der Länge her. Das hat ja gar kein Ende mehr genommen. Wurde immer noch was drangegangen an den Mission. Ich bezweifle, dass wir diesen Kampf gewinnen. Ach ja, die sind das. Okay, jetzt ist es mit denen. Jo. Zeug leistet mir Widerstand. Er versucht, seinen Willen durchzusetzen. Ja. Gegen alles und jeden. Ich werde das Portal offen halten, solange ich kann. Das Schicksal aller Dinge hängt von dir ab. Hüte, beeil dich. Oh, das war auch scheiß auf Legendary hier. Ohne Kack. Das war auch eklig hier. Oh mein Gott, Alter. Direkt daneben gesammelt. Doch, Alter, aber gefühlt irgendwie 17 Mal so schnell. So einen Unterschied muss man echt auch nicht setzen. Also, das hätten sie ein bisschen balanced machen können. Überhaupt schon immer. Normal, Pipifax Scheiße. Legendär, alter Arsch auf Friss hoch 3. Ja, nicht für die Super Pros und euch, ich weiß schon. Aber wie gesagt, trotz 1200 Stunden Spielzeit immer noch casual. Weil ich nun mal auch 1200 Stunden in jedes andere Spiel investiere. Ihr kennt das ja, diese Spezialisten. In allem etwas gut, aber nichts wirklich richtig gut. Scheiß auf irgendeinen Schwerer. Verballern wir sie auch. Dritte war direkt da. Okay, vielleicht kriegen wir das in ein halbes Stündchen Video rein. Ohne Scheiß, wenn es in der Geschwindigkeit geht. Sag ihm, dass die Koalition der Verbündeten die Stadt anstelle der Vorhut schützen wird. Sag ihm, dass wir nachkommen werden, sobald wir können. Sag ihm. Ja, ist mir letztens auf den Sack gegangen. Was ist los? Bin ich der Postbote oder was? Sag ihm. Sag ihm. Sag ihm. Ihr klammert euch so sehr. Schmerz, euer Schatten. Ach, das waren wieder Stimmt. Ihr in dem Moment noch unbesiegbar. Lasst los. Oh. Hüter, los. Los. Holy fuck. Wie viel Zitronen habe ich mir diesmal reingehauen? Buh. Schwelle. Das bleiche Herz. Boah, was ist denn hier bei Twitch los, Alter? Was?
Elden Ring wieder 28.000? Was ist los? Nur weil die DLC jetzt kommt oder was? Auf einmal Elden Ring Revival. Zweite Video haben sie geil gemacht. Nachher das, Alter, wo der Zeuge dann wirklich kommt mit seiner komischen Terraformung, Alter. Das ist echt geil gemacht. Obwohl er so ein bisschen honky-tonk aussieht, ne? Weiß er nicht, ey. Den hätte man ein bisschen bedrohlicher machen können. Der übliche Server-Lockdown bei Bungie. Immer eine Stunde bis. Ah, jo, das sind hier. Wir am Leben? Ist das. Das ist. Oh, Hüter! Diese Vision! Ich glaube, wir sind im Inneren des Reisenden. Fragt sich, wer der Adler ist, Alter. Der mir den Weg weiß die ganze Zeit. Seine helle Seite? Ist das eben was Philosophisches? Verlorene Stadt, Stadtrand. Oh, das ist mein Ausblick, Mann. Das ist auch mal ein cooler Strand hier. Wir haben die Schwelle überschritten. Das ist es. Wir sind wirklich hier. Ja, hier, schaut euch mal ein bisschen um. Holy moly. Wunderschön. Mara? Ich erfasse nichts. Keine Kommsignale aus dem Sonnensystem. Zavala, Ikora, hört ihr uns? Nope. Nichts. Wir sind allein. Ich spüre oh, hier Licht. Es hier wäre es aber cool, allein zu sein, ohne Scheiß. Glas in der Luft.
Es ist nicht ich das, bin eh ein Eigenbrötler. Ich bin auch in der realen Welt gerne allein. Aber es ist schön. Aber das hier wäre, Alter, so der Traum in echt. Man bin schon so weit nach hinten gerückt. Wahrscheinlich hat man von dem ganzen Scheiß, den nicht gelauert hat, nichts gehört. Vielleicht auch besser. Also. Bestimmt die ganze Zeit. Das ist Stadtarchitektur. Hey, wenn der ganze Scheiß hier professionell wäre, würde ich Kohle damit verdienen. Also, seht's mir nach. Oh ja, die Viecher, Alter. Diener des Zeugs. Das müssen Überbleibsel einer besiegten Spezies sein. Ja, und es ist eine nervige besiegte Spezies. Stimmt ja. Oh Mann, Alter. Ich hoffe, der Crap geht jetzt auch schneller als letztes Mal. Ja, wird schon, aber nervig wird's trotzdem sein, Alter. Diese scheiß Moves, die drauf hatten. Ja, Moment. Was ist denn das? Achso. Alter, was war denn das? Was zur Hölle? War das? Was war denn das für ein Flug? Den Gleitflug haben sie auch ein bisschen. Weiß ich nicht. Die haben gar nichts. Du hast das gemacht, du Vollidiot. Die. Wer bist du, Alter? Trump, immer sind es die. Die anderen. Immer wenn man selber Scheiße baut, die anderen waren es. Die anderen sind schuld. Trump, AfD, immer derselbe Scheiß, Alter. Komm, warte. Immer derselbe Drecksmove, Alter. Wieso haben die das rausgenommen? Der bescheuertste Move von allen mit dieser scheiß Muskete. Sollten wir 30, 40 Licht Minuten reinkriegen. Licht und Dunkelheit kollidieren nahe beieinander und bilden einen Urquell. Wir können ihn nutzen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Warte. Deine Macht hat ihre Verteidigung durchbrochen. Oh ja, auf jeden Fall, Alter. Der hat sich letztens immer so mies versteckt und so. Ich schwöre, allein bei dem war ich bestimmt 20 Minuten am Gange hier. Also, beim ersten Mal auf jeden Fall normal. Es sei denn, ihr seid super Pros mit 10.000 Stunden Spielzeit, 10-mal mehr Skills als ich. Dann werdet ihr wahrscheinlich darüber lächeln und sagen, was labert der Honk? Und sofort legendär durchlatschen. Ich mach's später. Ich will erstmal die Scheißkampagne durchhaben und dann kann man schön alles nach und nach nochmal legendär durchmachen. Wenn man die ganzen Perks erstmal wieder sammelt. Aber fürs erste Mal war das echt Arsch auf Riss. Diese Straße. Diesen Laden. Geist kennt immer alles, mit Tipps aber immer lahmarschig dabei. Ah, jo. War schon richtig. Jo, Alter. Sind wir schon fast beim Bevor Gorin vor Jahren zerstört hat. Warte. Ich empfange ein Vorhut-Notsignal. Es ist schwach, aber es ist nicht weit von hier entfernt. Mhm. Jemand anders muss es hierher geschafft haben. Okay.
Normal zwei Schuss. Legendär waren es, glaube ich, 150 gefühlt. Graviton Lanzig. Ich weiß, ich wiederhole mich und laber immer wieder denselben Scheiß, aber immer noch mit das geilste Ding, Alter. Sie ist hier drin, warte. Schnell aufladen. Lieber, die Hexe ist tot. Wo ist die Hexe? Da. Deswegen Graviton Lanze Beste. Ihr macht nur den Anfang, den Rest macht sie. Wo ist er? Wo ist er? Das an, wie schnell der Besessene weggebrezelt ist, Alter. Muss man wirklich so einen Unterschied machen zwischen den Schwierigkeitsstufen? So einen übertriebenen. Hier schon wieder so abgefuckt, dass es gar keinen Bock macht, durchzulatschen, Alter. So abgefuckt bin ich. Das Mittelding wäre echt gut gewesen. Wieder. Obwohl, Alter, gleich werde ich dankbar drum sein, dass so billig ist. Jo. Gleich seht ihr, was ich meine. Wenn erstmal der letzte Abschnitt kommt. Oh mein Gott, Alter! Er muss direkt vor mir aufhauen, dass ich mich bloß selbst hochjage. Gerade Granatwerfer eingesetzt. Was ein Crap! Meine Fresse. Auch wieder so ein billiger Snitch-Move. Jetzt wird so Zeit geschunden. Du kleiner Sack. Das ist der coolste Move. Dann würde ich nur ihn einstellen. Statt den Scheiß mit dieser Muskete. So, lass dich jetzt nicht wieder von ihr verarschen. Ah gut, wir brauchen das, ehrlich gesagt. Raketen hört er gar nicht. Hä? Ich hab doch schon aufgegeben. Hab ich wohl doch nicht, oder? Doch, hab ich doch, oder? Nee. Wo ist er? Ja, bester Zeitpunkt fürs Nachladen. Was war das denn, Alter?
Ogre mit, ne? Schöne Welt. Das Signal kommt von... Boah, das ging schnell, wie sie in, ehrlich. So, hier habe ich letztens dann Rage Quit. Ihr seht gleich warum. Warte. Stellt euch das dann einfach auf legendär vor, obwohl der zweite von denen legendär war. Verdammte Scheiße. Das ist diesmal ein Witz dagegen. Jo. Oho. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da hinten und hier oben. Genau. Okay, dann nehme ich den da hinten. Danke. Hab ich noch? Nee, ne? Hab ich? Doch, bist noch. Komm. Alter! Okay, warte. Jetzt. Ah, jetzt kommt erst die Fratze vom Reisenden. Oh, what? Du Sack, Alter. Stimmt, der hat ja seinen komischen Feindgeschuss. Uaiei. Okay, so ein Selbstläufer wird das auch jetzt nicht. Doch, jetzt, Alter. Kein Vergleich zu Legendary, Alter. Was ein Crap. Ja. Ernsthaft, Alter? So ein Unterschied? Okay. Das war heftig. Ja. Aber glaube, nicht so heftig wie das letzte Mal. Minute. Du brauchst eine Minute, wieso? Shit, Alter, hätten wir jetzt schon geile Rüstung abgestaubt. Oh nein. Der Reisende. Der leidet. Ich fühle seinen... Schmerz. Boah, da war ich aber letztens kurz davor, Alter. Selbst ihn hatte ich bis auf so... Scheiße, Alter. Wie konnte ich da ausmachen? Ausmachen. Danke. Gut. Was kommt als nächstes?
Wir sind in der Unterzahl. Allein und... Und was ist das für Musik? Sie kommt von da drüben. Das hatte ich auch nicht mehr gesehen. Kauf dir mal neue Stiefel, Krähe. Ich konnte dich kilometerweit hören. Aldrin. Konnte sich immer echt gut anschleichen. Du bist nicht Krähe. Ich kann's nicht glauben. Ich auch nicht. Kate, wie lange ist das her? Kate, coolste, Alter. Der Kleine meinte, es kommen noch mehr, dass die Vorhut ihre Besten schickt. Tut echt gut, euch beide zu sehen. Wir müssen unbedingt über Krähes bescheuerte Frisur reden. Kommt, ihr habt bestimmt Fragen. Ich habe vielleicht nicht alle Antworten, aber lasst uns reden. Ich mag Krähes Frisur. Ich nicht. Kate hat vollkommen recht, Mann. Ja, wo soll ich anfangen? Ich war tot. Du erinnerst dich vermutlich, war nicht toll. Meine Schuld zum Teil. Hab's kapiert, passt schon. Danach kam nichts. Aber kein schlechtes Nichts. Es war ein friedliches Nichts. Ich glaube, sie war auch da. Sundance, mein Geist. Sie war ein Teil von mir. Oder ich von ihr. Wie zwei Karten, die wieder ins Deck gemischt werden. Wieder beisammen. Und dann war da... Naja, dann kam... Schmerz. Trennung. Etwas... zog mich raus. Ich wachte hier in diesem Körper auf. Allein, ohne Geist. Ohne das Licht. Und was könnte diese traumatische Erfahrung noch besser machen, als meinem Killer zu begegnen? Aber wir haben über alles gequatscht. Wir sind ja Erwachsene. Er wird jetzt viel netter. Gut, die Messlatte ist nicht sehr hoch. Aber schließlich haben wir größere Probleme, eigenartigere Probleme. Claire meinte, wir seien innerhalb des Reisenden, aber das wusste ich bereits. Er hat Schmerzen. Ich kann sie fühlen. Jemand ist da oben in diesem Monolith mit einem Messer. Krähe nennt es den Zeugen. Und was er hier macht, hat auch einen Namen. Die finale Form. Das Ende von allem. Also denke ich mal, wir sollten das lieber verhindern. Auf jeden Fall. Okay, damit haben wir die erste wohl durch. Oh. Was mit dem Auflaufen so lange? Stelle keinen Platz mehr. Oh, okay. Ja, Tatsache. Verlorene Stadt, also. Hätten wir letztens noch vielleicht 5 Minuten länger gemacht, statt einen Rage Quit hinzulegen, hätten wir es auch auf Legendary schon gehabt. Egal. Also, bis demnächst.
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.